Bezüglich Transidentität gibt es sehr, sehr viele Mythen, die so nicht stehen gelassen werden können. Also wenn Sie merken, meine Güte, irgendwas passt mit meiner Geschlechtlichkeit nicht. Ich fühle mich anders als vielleicht mein Umfeld. Gibt es in einigen Großstädten und auch in vielen mittelgroßen Städten sehr, sehr gute Transberatung, queere Zentren. Wenden Sie sich daran. Die Personen, die dort beraten, machen wirklich eine richtig, richtig gute Arbeit. Gehen Sie dahin, lassen sich beraten und die werden Ihnen dann sagen, was Ihr nächster Schritt sein könnte. In der Presse wird häufig formuliert, dass wir zunehmend Transpersonen sehen und das ein Modephänomen ist. Das können wir so wissenschaftlich nicht halten. Wahrscheinlich gab es immer schon genauso viele Transpersonen wie jetzt auch. Was sich aber verändert hat, ist, wir haben eine Entstigmatisierung erreicht. Das heißt, die Transpersonen haben das Gefühl, wow, jetzt kann ich mich outen. Jetzt ist es gesellschaftlich akzeptabler, darüber zu reden. Und das ist wahrscheinlich der Grund, dass wir mehr Personen sehen, mehr Personen kennen, die sich bezüglich ihrer Geschlechtlichkeit outen. Auch die Frage nach der Ursache von Geschlechtlichkeit ist etwas, was in den Medien gar nicht selten diskutiert wird oder von einigen Medien. Wissenschaftlich müssen wir dazu sagen, wir wissen es nicht. Punkt. Alle Sachen, die dort erzählt werden, Erziehung oder falsche Rollenbilderwartung, alles lässt sich wissenschaftlich nicht halten. Also klare Antwort, wir wissen es aktuell nicht, woher unsere Geschlechtlichkeit kommt.